Guck mal, Mundwinkel hoch. Freude. Felix versteht manche Dinge noch nicht. Er muss vieles erst lernen. Wir haben versucht, mit Felix zu sprechen. Er hat Asperger. Was machst du mit dem? Ich koche. Ich will Fische verkaufen. Aber auch wenn du Fische verkaufen willst, dann musst du erstmal die Schule fertig machen. Also, wo ist denn Felix jetzt? Das wissen wir nicht. Er ist weggelaufen. Ich möchte ihm wirklich gerne helfen. Es ist für Felix nicht so leicht, sich immer wieder an jemanden Neuen zu gewöhnen. Ich dachte, wir machen hier deine Steuererklärung. Wieso gehen wir eigentlich nie essen zusammen? Mama, wir kochen Fisch. Was ist, wenn er ausflippt? Was machst du denn? Mama? Kann man denn eine alleinerziehende Mutter grundlos kündigen? Mama? Felix möchte nicht in den Unterricht gehen. Das müssen wir jetzt schon mal richtig besprechen. Mama, was steht in dem Brief? Das ist die dritte Regelschule, Mama? Die Felix am liebsten sofort wieder abschieben will. Mama, kannst du dir wie sich das anfühlt? Lücke. Nein! Das muss für Lücke! Gibt es etwas, was du verändern möchtest? Was wünschst du dir? Ich will keinem mehr wehtun. Wem hast du denn wehgetan? Was machst du, wenn du dich bedrängt fühlst? Ihn bitten, damit aufzuhören. Wir haben mit der Waschmaschine beim Schleudern zugeguckt. Ziemlicher Liebesbeweis. Ich weiß, dass immer alle wollen, dass du dich anpasst. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr anstrengend ist. So much time to get things wrong. Jeder weiß immer, was das Beste ist für Felix. Wollen wir zusammen was verändern? I'm gonna be the lucky one.